habe das so erlebt, dass ich einfach wusste, man lügt mich an und ich kann nicht diese Lüge auflösen. Und was mich eigentlich irrsinnig entlastet und was ich einfach auch für mich ein therapeutisches Prinzip geworden ist, es geht wirklich darum, dass man die Fakten wirklich mal herausfindet, was ist wirklich gelaufen, was ist wirklich passiert. Also die Wahrheit hat noch niemanden umgebracht. Und verstehst du, vor allem in der heutigen Zeit, wie auch in der Weltpolitik, die Lüge, das Grundprinzip des Handelns wurde in unserer Gesellschaft, ist genau so ein Weg einzuschlagen, da bist du schon wieder irgendwo in Opposition zur Gesellschaft. Und dazu stehe ich, weil ich genau weiß, es geht nicht anders, aus meiner eigenen Erfahrung. Also wie, auch wenn die Wahrheit noch so weh tut, es hat mich entlastet. Und das ist für mich eigentlich der wesentliche Punkt. Und wenn man sieht, wie mit Lüge Politik betrieben wird, also in Amerika sieht man das ja jetzt tagtäglich, also was da jetzt abgeht, das ist ja, aber auch in Russland hast du Fake News, du hast in Deutschland Fake News, in der Schweiz, überall wo du hinschaust, wird im Prinzip der normale Bürger belogen und hinters Licht geführt und man erzählt ihm irgendwas, auch die Experten erzählen das. Wie kannst du da die Wahrheit herausfinden? Ich kann mich mit jedem identifizieren, weil ich weiß es aus eigener biografischen Erfahrung, wie hilflos das man ist, wenn man in einem Lügengebäude aufwächst. Mhm. Und da habe ich dem Regisseur gesagt, wir sind dann noch Anfang Dezember, da habe ich mich auch mit Hand und Füßen, Händen und Füßen geweigert. Für 2,5 Tage schnell in die Provence gefahren für einige Aufnahmen. Musst du das mal vorstellen. Ich habe gesagt, spinnst du eigentlich, dass das sagte, wir müssen. Und dann sind wir, und da bin ich dann in dem Alter, in dem Garten, das Haus wurde ja verkauft, bin ich dann nochmals durch den Garten spaziert, habe nicht geredet, nichts, die haben einfach aufgenommen. Und ich habe für mich dann nochmals, und es ist genau dasselbe passiert, auch wieder Flashbacks. Alle meine Besuche, ich bin nur durch den Garten gelaufen, zweimal von meiner Mutter. Alle Begegnungen, alle Besuche waren plötzlich präsent. Wie wenn ich war plötzlich in einer anderen Zeit. Oder wir haben von Weitem das Kinderheim besucht, wo sie mich 2 Jahre alleine abgestellt haben. Ich habe das von 300 Metern von außen haben wir das gefilmt, weil die haben irrsinnig Schiss gehabt, sie würden in der Presse und weiß ich was haben. Wir haben das aufgenommen. Die stand 300 Meter vor diesem Kinderheim. Innerhalb von Sekundenbruchteilen war ich wieder in dem Kinderheim. Ich wusste, wie es drinnen ausschaut, wie es riecht, die Personen und so weiter. Diese 2 Jahre sind an mir vorüber. In der Schule, der Schulweg, wie ich in der Schule war und so weiter und so fort, wie ich gelitten habe. Also grauenhaft. Und ich denke, das hängt schon damit zusammen, dass ich da mal eine solche Erfahrung gemacht habe, wo es dann kracht, oder? Also das war dann schon heftig. Ich habe festgestellt, es ist der Film, und das ist mir ganz klar, jede Sekunde klar gewesen, da läuft eine Realität ab in der Gegenwart. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass eine Realität in meinem Innern abläuft, die im Prinzip durch diese äußere Realität, wie soll ich sagen, getriggert wurde. Und das Interessante ist ja,
dass ich zum ersten Mal à fond, wirklich, oder ich habe oft immer erzählt von der Innenwelt und so weiter und so fort, wir müssen einen Zugang zu dieser Innenwelt haben. Und da habe ich mal wirklich in einer dermaßen intensiven Art und Weise gesehen und erlebt, wie die Innenwelt von Menschen in Bezug zur Außenwelt manchmal komplett verschieden ist. Und das auszuhalten, aber das irgendwo in Beziehung zu bringen, also ich war fähig, dem Film zu folgen, ich war anwesend und gleichzeitig war ich auch in mir drinnen. Also ich habe wie eine Art zwei Blickwinkel gehabt, einen in mir drinnen, der komplett etwas anderes war als das, was außen passiert ist. Und da diese Spannung auszuhalten manchmal, die ist schon hart. Das ist schon hart. Aber ich muss das nicht jeden Tag. Aber mit der Zeit merkt man, aha, ich habe eine Innenwelt. Und da passiert etwas, das nicht unbedingt mit der Außenwelt zu tun hat. Da kann man auch im Prinzip viel realitätsgerechter funktionieren oder überhaupt reagieren. Ich kann jetzt zum Beispiel, bin ich in der Lage, dir das so offen zu erzählen, weil ich das kenne oder weil ich mit dem was zu tun habe. Also es ist vor allem für mich ein Anstoß, wirklich Menschen auch zu ermöglichen, in diese Innenwelt kennenzulernen, weil die ist relevant. Weil ich habe dann den Film und alles, was da passiert, ist viel besser verstanden. Ich habe dazu einen Zugang gehabt, ich konnte da mitmachen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, und das ist das Interessante, vielleicht was du auch vorher angesprochen hast, ich war in der Lage gleichzeitig zu spüren, was löst, also es ist wie eine Extremsituation, was löst die Realität in mir eigentlich aus. Also in Extremis habe ich etwas erlebt, was jeder Mensch erlebt, aber unter Umständen sofort verdrängt. Das heißt also, dass das, was um mich herum passiert, in mir drinnen etwas auslöst. Und bei mir ist das dermaßen extrem gewesen, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich stehe da am Warschauer Ghetto, an der Grenze. Ich bin ja kein Überlebender. Aber ich habe dann gespürt in mir drinnen, wie meine Mutter nicht in dem Warschauer Ghetto war, sondern im arischen Teil. Also das heißt, ich habe meine Mutter außerhalb dann erlebt und was sie für Opfer bringen musste und wie sie da überleben musste. Und habe gesehen, aha, du bist zwar nicht nach Treblinka gekommen, du hast dich da gewehrt, du hast so viele Dinge gemacht. Und das Brutale ist, bei uns zu Hause dann, also ich habe dann durch die Reise in Polen, auch ihre Schwester, haben sie einen Film gemacht über ihre Schwester, die Irena, und die hat dann erzählt, wie meine Mutter im Ghetto mit 16 mit ihrem quasi verlobten, 4 Jahre älteren Freund, im Ghetto für die Judenkinder ein ganzes Gymnasium aus dem Boden gestampft hat und Lehrer engagiert hat, Prüfungen und alles zusammen, also eine ganze Schule gegründet mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren sich falsche Papiere besorgt, hat Mutter und Schwester gerettet und so weiter, war irrsinnig mutig. Und in dem Moment,
Und sie war auch sonst mutig, hat überall ist sie aufgetreten und hat keine eine Chance gehabt. Sie hat alle Prozesse gewonnen und alle Leute bekämpft und ich weiß nicht was. Also meine Mutter war bekannt, dass sie sehr aggressiv ist und sehr bösartig sein kann. Nur in der Gegenwart meines Vaters, wenn er mich erniedrigt hat und geschlagen hat und meine Mutter zugeschaut hat, da ist sie fast gestorben vor Angst. Und das ist ja der Unterschied, ob man psychologisch gebildet ist oder historisch. Es gibt keine historische Quelle, die belegt, warum Alice Miller angstverzerrte Augen, aufgesperrte Augen und Todesängste ausgestrahlt hat, wenn mein Vater mich geschlagen hat und gelähmt war. Aber durch mein psychologisches Wissen wusste ich und habe gemerkt, du hast Widerwillen mit diesem Mann, um dein Leben zu retten, kooperiert. Und ich wurde der Jude in der Familie. Mein Vater hat mich als Jude behandelt. Einen schlimmeren Antisemiten als meinen Vater habe ich noch nie getroffen. Wie der über meine Mutter dann gesprochen hat als Jüdin, also in einer Art und Weise, wo ich einfach sagen muss, mein Vater war ein Nazi. Und zwar bis in die Knochen und nachher wurde er ein Stalinist. Und diese Kombination, die ist fürchterlich. Und nur, ich habe dann festgestellt, meine Mutter war überall mutig. Nur da war sie nicht mutig. Da hatte sie Todesängste. Da wurde die ganze Geschichte in Warschau wiederholt. Und was ist dann passiert? Sie gibt dann Jahre später ein Interview, wo sie groß in ihrer als eben falsche Alice Miller sagt, das ist ein Verbrechen, wenn man Kinder schlägt. Und Hitler wurde geschlagen deshalb und so weiter und so fort und hat da ihre Sprüche geklopft in einer Arroganz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du willst, kann ich dir per Dropbox mal dieses Interview zuschicken. Ganz gerne. In diesem Interview, ich habe das mit der Irenka, haben wir das angeschaut zusammen. Ich habe das mehrmals gesehen. Zum ersten Mal musste ich immer kotzen. Und sonst kotze ich nie. Ich habe das fast nicht ausgehalten. Und dann haben wir das angeschaut. Und das ist das einzige Mal, wo ich in diesem Film, in diesen Dreharbeiten zusammengebrochen bin. Wo ich einfach diese Lüge, diese Verlogenheit, dieses Abwehren nicht mehr ausgehalten habe. Und deshalb habe ich in der englischen Fassung noch ein Kapitel dazu geschrieben, einen Antwortsbrief auf den Brief am Anfang meines Buches, wo ich im Prinzip meine Mutter zur Rede stelle und mich, im Prinzip ist dieser Brief an meine Mutter das Resultat eine Auseinandersetzung mit ihr. Und jetzt stimmt's. Und verstehst du, das ist eine Form von Loslassen. Also wo ich als Erwachsener meine Mutter zur Rechenschaft ziehe und ihr ganz klar sage, du hast gelogen. Und wenn man sich das vorstellt, ich bin sowas von zusammengebrochen, ich habe nur noch geheult. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Das war so ein Schmerz, wenn man dann seine eigene Mutter sieht, die dann da, weißt du, so im Kunsthaus Zürich fürs norwegische Fernsehen, der große Star Alice Miller redet da über geschlagene Kinder, was das für ein Verbrechen ist und man sollte die alle ins Gefängnis sperren. Und du weißt ganz genau, sie hat nicht ein einziges Mal mir geholfen und schreibt mir dann in einem Brief, weißt du, wenn ich eine andere Mutter gehabt hätte, dann hätte ich dir geholfen. Das sind so Sachen und ich denke, diese Lügen aufzudecken und das ist das, was eigentlich der Sinn einer Therapie ist und jeder wird belogen. Und ich denke auch, mein Buch ist ein Stück weit ein Kampf
oder ein Einsatz oder ein Engagement ist besser sozusagen gegen diese permanente Lügerei. Und in der heutigen Zeit ist das eigentlich eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben, Lügen zu unterbinden und aufzudecken.